und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Ich habe es ja schon mal angekündigt gehabt auf verschiedene Kanäle, dass ich ganz gern einfach schöne Inseln vorstellen würde. Und da habe ich jetzt jemanden gefunden, nämlich die Nadine mit ihrer Insel. Und zwar habe ich sie einfach mal gefragt, ob ich mal vorbeikommen darf, ganz ohne Erwartungen. Und ich war echt begeistert, als ich jetzt auf dieser Insel war und möchte euch jetzt einfach mal zeigen und dementsprechend euch durchführen. Im Vorfeld hat sie mir nur angekündigt, dass sie mir ein Outfit hinlegt, damit man praktisch im Partnerlook über ihr Insel laufet. Das war ganz nett und sah auch ganz cool aus. Ich bin mal gespannt, was ihr zu der Insel sagt, und ich denke, die Insel wird dann auch viel Inspiration liefern, um seine eigene Insel in irgendeiner Art und Weise auch machen zu können. Hier sieht man schon, wenn man drüber fliegt, die Insel Präludien, einfach mit den Designs, die sie selber erstellt hat. Es sieht so schon sehr beeindruckend aus, das Ganze, und ich war echt positiv überrascht von dieser Insel, dass das einfach, man sieht einfach, das ist eine 5-Sterne-Insel und es macht einfach Spaß, diese Insel dann auch anzuschauen. So, dann wollen wir mal mit der Tour einfach mal durchstarten, und ich hoffe, euch gefällt es genauso, wie es mir gefallen hat. Und auch hier nochmal danke an dich, Nadine, dass du einfach mitgemacht hast und mir die Insel gezeigt hast. Wie gesagt, ich war wirklich sehr beeindruckt von der Insel und ja, hab mich gefreut. Genau, hier ist mal der Eingang von der Insel. Man sieht hier die Wasserfälle an der Seite links und rechts und auch die Details mit der Ente oder mit einer Leuchtblume oder was das auch ist. Es sieht auf jeden Fall sehr stimmig aus, auch mit den Designs auf dem Boden. Das gefällt mir echt gut. Also ich muss sagen, das ist wirklich ein sehr schöner Eingang und ja, mir fehlt die Fantasie, wie man es jetzt eigentlich noch besser machen könnte bei der ganzen Geschichte. Aber gut. So, jetzt ziehen wir uns erstmal um, damit wir dann eben auch im Partnerlook unterwegs sind. Also hier auch einfach mit den kleinen, wie man das sieht, diese kleinen Flüsse, die hier verlaufen. Also es sieht alles sehr, ja, einfach top aus, ne? So, leider Gottes habe ich mein Inventar vorher nicht leer, das war weniger praktisch. Deswegen muss ich mich jetzt erstmal umziehen. Die Nadine hat mich das ganze Video über durch ihre Insel geführt. Das heißt, wir laufen ihr eigentlich die ganze Zeit hinterher. Ich werde dann auch einfach mal versuchen, das Ganze richtig zu deuten. Ich hoffe, dass ich richtig liege mit dem, was ich annehme, was es darstellen soll. Schauen wir mal. Genau, wie man sieht, ist hier auch ein bisschen das Datum ist ein bisschen vorgestellt, einfach damit es auch stimmig war. Sie hat gemeint, so 18, 19 Uhr sieht das Ganze am besten aus. Und ich muss auch wirklich sagen, hier mit den Monde und mit dieser Terraforming-Geschichte, die sie da gemacht hat, ist einfach schön, wenn man hier die Insel betritt. Sieht echt super aus. Ja, ihr gefällt es offensichtlich auch. Genau, so, dann kommen wir hier zum Museum. Das kann man ja leider nicht versetzen. Das ist ja immer fix Vorgabe, deswegen müssen wir das einfach mal so stehen lassen. Hier hat sie dann Blumen. Es sieht aus, wie wenn sie hier Blumen züchten würde. Einfach auch verschiedene Arten von Blumen und dann eben auch dieses Schachbrettmuster einfach angeordnet, um eben hier auch verschiedene Blumen dann zu bekommen. Hier dann auch wieder verschiedene Designs auf dem Boden, einfach um das Ganze ein bisschen stimmiger zu machen. Sieht einfach sehr gut aus. Hier dachte ich ursprünglich, als wir hingelaufen sind, hier kommt jetzt so eine Art Farm, zum Farmer von Früchte, da habe ich mich getäuscht. Es steht nämlich relativ wenige da, wenn ich es jetzt mit mir vergleiche. Nichtsdestotrotz sieht super aus. Ja, dann gehen wir hier und hier dann wieder diese Designs und hier kommt dann ein Blumenmeer, mehr oder weniger. Ich nehme an, dass das alles gezüchtete Blumen sind. Da steckt dann auch wieder viel Arbeit drin, das Ganze rüber zu tragen. Also, und es sieht einfach auch toll aus mit den vielen verschiedenen Blumen, die unterschiedliche Farbe. Das ist einfach top. Also muss echt sagen, ist gut. Und gibt natürlich der Insel auch eine höhere Bewertung, ne? Wenn man alles zupflastert, ist alles super. Ne, Spaß. Sieht echt gut aus und gefällt mir so auch echt gut. Also muss sagen, dass mit den Blumen dann hier hat sie so ein Herz auf dem Boden gemacht. Auch wieder mit dem Design. Auch das finde ich sehr stimmig in dem Gesamtambiente von der Insel. Da ist alles sehr gut aufeinander einfach abgestimmt, wie ich finde. Ja, hier auch wieder so ein bisschen Wasserfälle. Und da kommen wir hier wohl dann zum Campingplatz. Das Schild von Smartphone-Spiel ist auch mit am Start. Und auch hier die Wege, ne, mit den Designs. Einfach toll, das Ganze hier anzugucken. Genau, Campingplatz. Auch der ist in sich sehr stimmig. Nicht überladen, wie ich finde, aber es passt einfach alles aufeinander abgestimmt. Auch von den Farbakzente her. Also ich muss sagen, es ist wirklich
sehr tolle Insel. Ich hoffe, dass es euch genauso geht. Genau, hier die Wege. Ja, das ist einfach... Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ne? Es ist einfach schön, das Ganze anzugucken und inspiriert dann auch einen. Ich habe schon 2-3 Ideen, was ich an meiner Insel da ändern könnte oder weiterbauen kann. Dann hier haben wir eine Art Spielplatz. Aber zuerst gehen wir mal zum Museum. Auch hier sehr schlicht kalte und dennoch einfach stimmig zur Gesamtinsel. Also sieht wirklich top aus. Mit den Wasserfällen und ein bisschen erhöht. Mit den Laternen, dann 2 goldene Rosen. Dann auch das Maiglöckchen in der Mitte. Also ich finde es echt sehr stimmig alles. Da geht dann auch dann hier, wie bereits gesagt, der Spielplatz mit einem kleinen Campingbereich oder Picknickdecke. Genau. Dann gehen wir mal weiter. Und auch überall hier diese kleine Wasserfälle. Das macht die Insel optisch einfach ansprechend. Und auch immer wieder diese Blumendesigns zusätzlich auf dem Boden. Und auch der Bereich hier hat mir sehr gefallen. Dieser kleine Parkbereich, sage ich mal, mit einfach den Lampen. Und wie gesagt, nicht zugepflastert oder überladen, sondern einfach in sich stimmig auf der Insel. Dann hier wieder anders Bodendesign. Da muss ich vielleicht mal fragen, wie die Designs waren. Vielleicht kriege ich die dann auch noch. Dann hier an der Insel. Unter am Strand, da hat sie gesagt, der Inselbereich wäre noch nicht ganz fertig und sie würde erst seit 2 Wochen wieder spielen. Sie hat wohl neu angefangen, in der Insel steckt jetzt wohl 150 Stunden, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber da kommen dann mit den Items wohl noch 400 Stunden vom vorherigen drauf. Heißt also, alles in allem mit Items und so weiter und auch Idee können wir so von 550 Stunden reden. Und das sieht man auch einfach, da sind die Insel recht viel Zeit geflossen ist und auch einfach was dabei gedacht worden ist bei dieser Insel. Also ist alles einfach, da kommen keine Brüche vom Design oder vom Aufbau, sondern es ist alles einfach in sich stimmig. Dann auch hier wieder die Monde, jetzt sind wir ja wieder am Anfang. Ich finde den Eingangsbereich echt toll und auch die Flagge ist selber gestaltet, wobei ich jetzt nicht ganz verstehe oder sehe, was das darstellen soll, aber es passt. Genau hier dann wieder. Genau, da haben wir uns dann erstmal hingesetzt, sind wir schon ein bisschen gelaufen. Ja, ist einfach richtig schön. Genau, der Kaffeebereich, den ihr unten vorher gesehen habt, das ist wohl auch einer ihrer Lieblingsplätze, wie sie gesagt hat. Kann ich auch nachvollziehen, weil es einfach an sich passt, das Ganze, wie es aufeinander abgestimmt ist. Und auch hier die Brücke, dass die nicht nur alle gerade sind, wie das zum Beispiel auf meiner Insel der Fall ist, sondern auch mal schräg. Das macht einfach was her und vielleicht muss ich das dann auch nochmal überdenken, sowas zu machen. Auch hier wieder die Bodendesigns auf dem Boden und auch nicht überladen oder einfach hinkaut, sondern es sieht alles so aus, wie wenn man sich was dabei gedacht hat und das eben bewusst an die Stelle hingemacht hat, wo es eben auch ist. Also sieht echt toll aus. Genau, jetzt sind wir den Aufgang hochgegangen und jetzt laufen wir rüber wieder Richtung Inselmitte und da hat sie so eine Figur, die schweben kann. Auch das passt einfach im Hintergrund mit dem Mond und mit dem Stern und mit dem See. Also ist echt toll gemacht. Vor allem wirkt die Insel auch extrem groß, wenn ich das jetzt mit meiner vergleiche. Also da kommt mir meine Insel viel, viel kleiner vor als das, was ich hier jetzt sehe. Genau, so, dann gehen wir mal über die Mitte, das ist so ziemlich die Mitte der Insel, auch hier wieder Wasserfall, sehr stimmig in Szene gesetzt und das finde ich auch eine super Idee mit den Schildern und mit den Bewohnerbildern vorne drauf, ist echt toll. Und auch hier immer so ein bisschen Außerinventar hingestellt und auch halt wieder diese Monde und einfach sich selber treu bleiben vom Design. Genau, verschiedene Gunnar aber auch dabei. Der ist ja sehr beliebt in der Animal Crossing Community. Ich suche ihn aktuell auch, ich finde ihn aber nicht. Ich glaube, ich habe schon 200 Meile-Tickets rausgeworfen für den Kerl, aber irgendwie will er einfach nicht kommen. Naja. Ja, einfach. Ja, sehr schön. Wie gesagt, die Designidee mit den Schildern und den Köpfen von den Bewohnern ist einfach toll gemacht und auch toll gelöst. So braucht man nicht erst hinlaufen und gucken, wer drin ist, wenn man irgendwas Bestimmtes jetzt beispielsweise will, sondern kann einfach dran vorbeilaufen und sieht, hier wohnt der, hier wohnt der. Einfach eine gute Idee. Genau, und das hier ist wohl auch dann so ein bisschen der Bewohnerbereich, hier auf den 2 Ebenen verteilt.
Man hat hier unten die erste 5 gehabt und hier oben die weitere 5, die ist dann aneinander reiht. Hier hat sie dann einen Baumstamm hingelegt, einfach zum Gucker und dementsprechend dann auch sitzen können. Wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, alles sehr stimmig, wie ihr sicherlich ausseht und aufeinander abgestimmt. Die Designs, die Items, die verteilt worden sind. Ja, also man kann hier einfach eigentlich an nichts mosern. Und ich dachte immer, ich hätte eine schöne Insel zusammen mit meinem Sohn in meinem Boot. Wenn ich das hier sehe, muss ich eigentlich sagen, naja, eigentlich ist sie nicht so toll, aber nun gut, man kann ja weiterbauen, ne? Genau, was am Ende noch kommen wird von dem Video, vielleicht schon mal als Ausblick, da wird sie uns noch ihr Haus zeigen. Auch dort war ich begeistert. Ich selber habe ein bisschen Problem, hier mein Design zu finden für mein Haus. Aber sie hat es echt super eingerichtet und mich auch inspiriert. Hier wohnt wohl ihr Lieblingsbewohner, wenn ich das richtig deute. Sieht zumindest so aus. Sie freut sich, dass sie den hat. Auch hier dieser Ausblick. Sieht einfach toll aus. Auch mit den Blumen immer wieder und den Designs. Auch diese Home-Matten, wenn ihr die vielleicht gesehen habt vor den Häusern. Die machen einfach was her. Also ihr seht, über Designs kann man doch durchaus sehr viel individualisieren. Und da gibt es ja dann auch Internetseiten, wo man sich praktisch Bilder hochladen kann, das dann automatisch der Designer stellt. Ich weiß jetzt nicht, wie sie es gemacht hat, aber die Möglichkeit gibt es auf jeden Fall über acpattern.com, glaube ich, war es. Also da kann man das zum Beispiel machen. Auf jeden Fall heißt die Seite acpattern. Ob es jetzt com war, weiß ich nicht, aber die könnt ihr vielleicht mal suchen über Google. Da kann man zum Beispiel sowas machen. Genau, hier ist wohl Rainers Bereich. Wenn ich das so wie mit meiner Insel vergleiche, auch sehr schön. Wobei sie ja immer sagt, oder immer gesagt hat, die Strandbereiche wären noch nicht ihr Fall. Ich finde es trotz allem schon relativ gut aufeinander abgestimmt. Auch hier wieder die Monde. Ich muss auch mal gucken, wie ich an die Monde komme. Auf die hätte ich auch Lust, dass die mal irgendwie auf meiner Insel landet. Irgendwie habe ich da noch nichts gefunden. Ich denke immer, ich hätte schon so viele Möbelstücke etc. und auch Klamotten, aber irgendwie, wenn ich auf andere Inseln komme, da ist immer mehr da. Also ja, das Spiel bietet wohl sehr viel. Hier ist so ein bisschen Musizierbereich, den wir dann jetzt hier auch ausführlich mal kurz nutzen wollen. Einfach das Ganze mal anspielen. Ja, was ich vielleicht zwischenzeitlich noch sagen will, ich möchte jetzt so ein bis zweimal die Woche verschiedene Inseln einfach zeigen, wie in einer Art Serie, einfach um eben auch Inspiration zu schaffen für andere, denen vielleicht die Ideen ausgehen oder die nicht mehr weiter wissen. Und da ist eben ganz schön, wenn sich die Community gegenseitig hilft. Deswegen auch hier einfach der Aufruf, wenn ihr eure Insel mal zeigen wollt, auch gerne über meinen Kanal, gebt mir einfach Bescheid über die Kommentare oder schreibt mich an, auch über Instagram, oder Facebook, da heißt der Channel genau gleich wie auf YouTube, also Agents Gaming Channel. Da könnt ihr mich einfach anschreiben und dann können wir da auch was ausmachen. Würde mich freuen, wenn ich von euch was höre. Genau, hier ist wieder so ein bisschen Picknickbereich. Dann auch die Lampe hier, die Waldstücke, einfach nicht überladen und in sich stimmig. Genau, jetzt laufen wir wieder zurück. Wenn ich es noch richtig weiß. Ne, jetzt gehen wir zum Haus. Genau, also das war jetzt so ein bisschen der Inselrundgang. Und auch hier der Aufgang zum Haus. Der ist sehr schön, einfach mit einem kleinen Aufgang. Hier die Werkbank. Auch hier wieder diese Mondakzente und diese Pilzlampe. Sieht einfach toll aus. Und ich kann euch auch schon versprechen, das Haus wird ähnlich gut aussehen, wie hier jetzt der Garten oder auch generell die ganze Insel. Also da habe ich mir schon die ein oder andere Idee mal abguckt und mal gucken, ob ich das genauso umsetzen kann. Auch hier wieder diese Home-Matte, das macht einfach was her. So, dann schauen wir uns doch mal das Häuslein an. Hier war ich zum Beispiel schon mal total begeistert. Wenn ich meinen Eingangsbereich sehe und dann den hier, na, das sind Welten. Vielleicht muss ich demnächst von meinem eigenen Video auch, oder von meinem eigenen Haus auch mal ein Video hochladen. Aber wenn ich das hier sehe, da kann ich einfach nicht mithalten. Also, gefällt mir sehr gut, auch einfach diese Abstimmung aufeinander von den Möbelstücken, von der Farbe, von der Tapete über der Boden, da passt einfach alles. Für mich zumindest und offensichtlich auch für die Nadine. So, dann kommen wir mal in den zweiten Raum. Das scheint mir eine Art Raum zu sein für überflüssige oder doppelte Anleitungen.
Auch eine nette Idee, die dort aufzubewahren. Bei mir liegen sie am Strand, beziehungsweise an meinem Freizeitpark. Auch hier dann die Poster von den Bewohnern. Ein bisschen hinking zur Deko. Aber auch wenn das eigentlich ein Raum ist, der nur für, ich sag mal in Anführungsstriche, verdoppelte Anleitungen da ist, ist er trotz allem recht gut eingerichtet. So, dann gucken wir mal weiter in den hinteren Bereich. So, hier der hintere Bereich ist so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so waldmäßig eingerichtet mit der Tapete, mit dem Brunnen. Man könnte auch fast sagen, das soll, passt insgesamt zu der Insel. Auch von der Farbe her und textlich. Ist jetzt nicht so, sage ich mal, der Fall, dass ich sage, okay, ich würde mir mein Haus so einrichten. Ich versuche eher so Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer. Aber wenn jemand diese Themenzimmer mag, dann ist das durchaus eine Idee, das Ganze zu machen und sieht auch gut aus. Genau, dann kommen wir in das nächste Zimmerlein. Was haben wir hier? Hier haben wir... Ein Puppenzimmer, habe ich gedacht. Ja, sieht ein bisschen aus wie ein Puppenzimmer. Diese Flechtmöbel sind überragend, finde ich. Auch hier passt es einfach wieder von der Farbe, von der Möbelgruppe und Möbelsets, die Tapete, der Boden, das passt einfach alles in sich stimmig. Die Puppe passend, die Farbe dazu, die Blume. Ja, was soll man sagen? Es ist einfach alles sehr durchdacht und in sich stimmig und das macht einfach Spaß, sowas anzugucken. So, dann gehen wir nach unten. Das ist der einzige Bereich in meinem Haus, den ich schon gut finde. Ich habe mir da unten so ein Dinner eingerichtet. Bei Gelegenheit muss ich da auch mal ein Video machen. Aber das hier ist natürlich die Idee für mein zukünftiges Badezimmer. Zwar immer anderer Raum, aber mir gefällt es der Boden. Auch hier die Hochzeitstapete, dass die von dem derzeit laufenden Event so gut reinpasst. Hätte ich gar nicht gedacht. Ihr gefällt es wohl nicht, die Tränen noch. Da ist sie wohl noch nicht ganz zufrieden damit. Ich finde es trotz allem wirklich gut eingerichtet und dass die Hochzeitstapete hier so gut dazu passt, wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen, aber das wäre durchaus eine Idee für mein Bad, vielleicht auch für eins von euch. So, dann gehen wir noch in das letzte Stockwerk und das hat sie mir auch gesagt, das gefällt ihr am besten an ihrem Haus und an ihrer Einrichtung. Und auch das finde ich wirklich sehr, sehr schön, wie gesamt die Insel eigentlich wirklich die 5 Sterne verdient. Hier die Küche links, rechts, überragend. Ich wäre froh, ich hätte solche Küchenmöbel in irgendeiner Form bei mir zur Verfügung. Leider finde ich in die Richtung nichts. Und auch hier dieser Lounge-Bereich mit dem Wasserspender, das Bücherregal, diese Bäume, die Tapete auch wieder und die Wände dazu. Einfach super. Und auch sie, ihr gefällt es. Ja, das kann ich absolut nachvollziehen, dass ihr das Ganze in der Einrichtung und so weiter gefällt und dass sie da damit zufrieden ist. Ich finde es auch wirklich sehr schön und auch sehr gelungen, das Zimmer. Ja, das Haus hat Zimmer auch schon durch. Ne? So 20 Minuten vergehen wie im Flug, wenn eure Insel auch zusagt. Und man findet halt auch einfach immer wieder was man bei sich verbessern kann oder verändern kann. Das macht ja auch irgendwo der Reiz bei Animal Crossing aus. So, das war eigentlich dann auch schon der kleine Inselrundgang bei der Nadine. Nadine, dir vielen Dank nochmal fürs Bereitstellen von deiner Insel und dass du dir auch Zeit genommen hast, mir deine Insel zu zeigen. Ich bin wirklich begeistert von dem, was du da auf die Beine gestellt hast und bin gespannt. Vielleicht sehen wir uns ja mal wieder, wenn du mir mal ein Update oder dergleichen von deiner Insel zeigst. Was denn da noch eigentlich alles geht, weil für mich ist sie eigentlich fertig und in sich stimmig. Ich wüsste jetzt nicht, was ich dort noch groß anders machen sollte. Ansonsten euch alle vielen Dank fürs Zugucken. Wenn euch das Video gefallen hat, würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Und wenn ihr auch mal teilnehmen möchtet, wie gesagt, abonniert mich, schreibt mich an. 1 bis 2 Videos versuche ich in der Woche in die Richtung zu machen. Ansonsten bleibt mir bloß Danke zu sagen und ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie mir der Inselrundgang. Ich hoffe, ihr habt Inspiration gefunden und ich würde mich freuen, wenn ihr meine anderen Videos auch mal anguckt. Viel Spaß euch noch und vielen Dank fürs Zugucken. Ciao, ciao.
Thank you.